über den heutigen Zaubertrick sagst du mal bitte irgendwo Stopp. Stopp. Okay, dann drehe ich hier die Karten um. Und diese Karte, die hier liegt, ist noch nicht deine Karte. Denn deine Karte ist die erste Karte, die hier in diesem Fall mit dem Gesicht nach unten schaut. So. Dann sagst du bitte nochmal an irgendeiner Stelle Stopp. Stopp. Okay. Diese Karte hat wieder nichts mit dem Trick zu tun. Doch jetzt lege ich die ersten drei Karten, die mit dem Gesicht nach unten schauen, hier hin. So. Die anderen Karten sammle ich wieder ein. Und jetzt gucken wir einfach mal, was hier für Karten liegen. Und zwar liegt hier einmal ein Herzkönig. Dann ein Karokönig. Und zum Schluss noch ein Kreuzkönig. Wie dir wahrscheinlich jetzt aufgefallen ist, bei den drei Königen fehlt der Pik-König. Also wäre das doch jetzt mega verblüffend, wenn das hier der Pik-König wäre, oder? Aber, ja gut, es ist das Pikas. Doch jetzt pass mal auf. Wir nehmen einmal das Pikas wieder auf das Kartenspiel. Und jetzt kommt die Magie. Denn wenn ich bis 3 zähle, 1, 2, 3, dann kann sich das Pikas plötzlich in den Pik-König verwandeln. Das heißt, diese Karte hier passt nun wunderbar zu. Ja, diese Karte passt nun hier wunderbar zu den anderen drei Königen. Oder? Auch nicht. Denn plötzlich haben wir hier die vier Asse zu liegen. Das war der Kartentrick. Ich hoffe, er hat dir gefallen.